Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. Wir sind gerade kurz vor der Landung und ja, jetzt sollte auch alles hoffentlich so klappen, wie wir das gewollt haben. Und dann sollte unser Rover auch besinnlich funktionieren. Wir haben noch 200 Meter, ich bremse jetzt schon mal langsam runter. Ich versuche mal, den so gescheit runter zu bremsen, wie man will. Perfekt. So, jetzt sind wir angekommen. Puff, tschüss. Wir begeben uns jetzt mal hier aus dem... Was muss ich noch von machen? Von hier steuern, ne? Das Teil fliegt jetzt ade, ade und wir sind auf dem Mars. Dass die Steuerung wieder invertiert, das ist so witzig. Aber wir sind auf dem Mars, Leute. Wir haben es actually geschafft. Ich kann es ja eigentlich irgendwie nicht glauben. Jetzt müssen wir nur herausfinden, wo sind... Oder ich... Versucht die ganze drunter zu bremsen, das funktioniert ja gar nicht so. Warte mal, wir machen jetzt erstmal Antennenausfahrt. Wir haben auch leider nicht so viel Riss- oder Messgeräte dabei, wie wir natürlich teilweise gerne hätten. Wir starten jetzt aber die ersten wissenschaftlichen Tests direkt mal. Der bringt allein 72 Minuten, 72 Punkte. Holy shit, jetzt müssen wir nur noch natürlich einige Sachen finden und checken. Telemetriedaten werden ausgepackt. Und die bringen wir dann direkt, die Daten werden direkt hochgesendet, abgeloadet sozusagen. Das hört sich an, als ob irgendwo gerade ein Antrieb ausgefallen wäre. So, da sieht man schon, wie die Daten raus aufgenommen werden. Ach, schön. Ich glaube aber nicht, dass das ein Stein ist, den wir untersuchen können, oder? Nee, schaut nicht so aus. Dann fahren wir mal weiter auf der Suche nach dem ganzen Zeug. Irgendwo wird ja was sein. Wir sind ja auf einer riesigen Wüste. Versuch gerade zu erkennen, ob hier irgendwo Steine sein könnten. Ich würde mal nach der... falsche Richtung. Nach da drüben fahren. Und noch da schauen. Alter, die Wüste. Der Rover begraben halb. Brettert über die Duna-Wüste. Schaut jetzt dann natürlich nicht so unbedingt so ganz cool aus, wenn er da immer im Boden verschwindet. Warte, ich habe was gesehen, Ich hasse diese kleinen Steinchen. Noch ein Bremsanflug, ich habe gleich den perfekten Stein gefunden. Oh mein Gott. 16 Punkte haben wir schon mal für Telemetrie bekommen. Wie geil ist das denn? Das schaut mir so nach Steinen aus, die wir sozusagen untersuchen können. So, okay, jetzt haben wir... versenden wir nicht? Achso, jetzt hat 24 Credits dafür erhalten. Das Zeug läuft noch. Ah, falsche Richtung, verdammt. Das schaut mir so noch was zum Untersuchen aus. Bricks. Bisschen vor wieder. Was war denn das? Blaubeeren? Altes Bild feiere ich ja jetzt schon. Upsala. Mega geil. 80 Punkte. Was?
Was war denn das jetzt? Welche Bombe ist denn jetzt eingeschlagen? Übertragen. Recorded Analysis. So, die werden jetzt wahrscheinlich auch über... Alter, wir kriegen gerade so viele Punkte. Wie geil ist das denn? Blaubeeren. Oh, ich feiere es gerade so. Wir sind endlich dort, wo wir die ganze Zeit schon hin wollten. Und das Ding funktioniert einwandfrei. Wir haben bis jetzt immer noch keine Stromprobleme. Auf jeden Fall keine ersichtlichen. Wir tanken immer noch Strom. Was wollen wir mehr? Jetzt müssen wir nur noch weiter gucken. Es gibt natürlich ja noch mehr Oberflächen, mehr Biome und alles. Und die müssen wir alle erforschen. Alle. Die Daten werden hier schön alle übertragen jetzt. Das wird alle seine Zeit halt auch dauern, weil ist natürlich viel, aber es ist der erste Schritt dorthin, wo wir überhaupt hin wollten. Und das ist zur Bevölkerung von Duna. Stell dir vor, wir könnten hier rein theoretisch auch gut leben. Da ist wieder so ein Mini-Steinchen, glaube ich. Das können wir wieder untersuchen. Alter, wie geil. Ich weiß nicht, ob ihr mir gleich gerade nachhinfügen könnt, aber es ist halt so diese Bestätigung, dass es funktioniert hat, was man geplant hat. Das sind sogar zwei, guckt mal. Oh, geil. Bremsen. Jetzt sind wir ganz vorsichtig da wieder hin. Nächstes Mal schicken wir ein größeres Gerät hin, aber dann wird es auch heftig zum einen. Aber wir haben auch keinen Orbital Insertion Burn oder sowas gehabt. Nichts dergleichen, oder? Also ich hätte auf jeden Fall nichts gemerkt, auch beim letzten Mal. Ich habe nie Flammen gehabt oder irgendwas in der Art. Bedeutet, rein theoretisch kommen wir richtig gut mit allem rein. Wir reduzieren die Geschwindigkeit, soweit es geht. So. Nicht in Reichweite. Jetzt hat Dunastein abtasten. Und das nächste Stück. Alter, wie geil. Erstmal ausfahren natürlich, ne? Ah, wie cool. Untersuchen. Und wieder Daten zum Absenden. Wie soll denn das alles abgehen? Schauen wir uns mal an, ob wir da vorne die Blueberries wieder Daten rausnehmen können. Und dann schauen wir uns mal an, schicken wir das mal alles schnell hoch. Nach Hause. Und dann schauen wir, was wir da alles rausbekommen haben. Weil rein theoretisch müssen wir da so viel rausbekommen haben, dass wir viele neue tolle Sachen planen können. Oder halt auf jeden Fall neue Antriebe für neue Missionen, weil teilweise ist halt irgendwo eine Begrenzung immer da gewesen und die sollte sich hoffentlich damit jetzt aufgelöst haben. Solange wir halt nicht auf so einem Stein hovern. Auf einer Blaubeere wieder. Bremse aktivieren natürlich. Blaubeere durchsuchen. Das ist so geil. Und wieder untersuchen. Da kriegen wir natürlich nicht viel Sachen dafür, aber ja, okay. Wir tun noch ein paar Daten dazugeben, vielleicht gibt es ein Bonuspunkte sozusagen. So, wir setzen jetzt hier mal auf Speichern und dann lassen wir die Zeit mal vorlaufen. Weil der pumptet natürlich jetzt hier alles durch. Der pumpt die ganzen Daten durch, die er jetzt gesammelt hat. 32 Credits für Binnenmeer, Oberflächenscan. So, jetzt kommen hier die nächsten Daten durch. 240! What? Oha! Alter, ich bin gerade echt drauf gespannt, was hier 240 übermittelt? Will ich wissen, was wir da an Punkten gerade bekommen haben? Werde ich jetzt mit
mit Wissenschaftspunkten überhäuft? Alter, what? 72, was bin mir nochmal? Oder ist es einfach doppelte Übertragung hier irgendwie so fertig und dann, wir haben es übersendet? Okay, da sagt jetzt blau werden, wir hatten keinen Wissenschaftsgewinner, doch. So, okay, Weltraumzentrum. Jetzt bin ich gespannt. Oh, und wie viel sind's? Wie viel sind's? Ich denke mal über 300. Locker über 300. Aber sowas von easy über 300. Wir hatten nur den einen allein 240, mit dem anderen 72. Macht rum 110. Und? Und? Komm schon. Zeig es mir. Alter. Puh. 667 Wissenschaftspunkte. Neue Ära erreicht, Leute. Was können wir denn mit shoppen Schönes? Alter Verwalter. Nuklearantriebe können wir erforschen. Wir können natürlich komplett neue Triebwerke dort erforschen. Großraum. Oh, wir können uns gerade mal zwei von dem leisten. Der ist uncool. Da wird natürlich das Zeug auch für den Skycrane dabei. Überschallflug haben wir natürlich sowieso noch nie verwendet. Alter, das ist schon irgendwie unangenehm. Jetzt muss man sich wieder entscheiden. Gab es irgendwas, was wir dringend gebraucht haben? Es gibt doch bestimmt wieder irgendwas, über das ich gemeckert habe, dass wir es nicht haben. Bodenstation war nicht da, war was? Die Musik passt gerade so. Das ist so gerade richtig. Oh. Communitron. Magnetometer haben wir auch noch nie losgeschickt, ne? Was ist das? Neue Tanks? Was ist denn das für ein Component, Max? Mech-Jab macht natürlich alles noch ein bisschen automatischer. Phased Relay Antenna. Phased Array Antenna Element. Okay. Neue Computertypen. High Resolution. Gab es nicht immer die Meckerei, dass wir ja, Solarpaneele wahrscheinlich gebraucht haben? Wegscheide. Irgendwas. Ich weiß gar nicht mehr, was habe ich denn die ganze Zeit gemeckert? Bohrer! Jawohl! Wir haben die Bohrer! Ja! Jawohl! Endlich! Oh mein Gott, das habe ich. Der hat dich beinahe komplett verpennt. Wir können die ersten Testbohrungen durchführen. Wir können rein theoretisch, also das ist jetzt ohne Scheiß hier, wir haben erstens den großen Abtaster, OPE. Den müssen wir uns auch mal anschauen. Aber erstens hier die Erzbehälter. Und Convertitrons. Genauso wie die Bohrer. Die können wir dann auf den Boden setzen und die können tanken, rein theoretisch. Oder man macht ein Doppelmodul, sozusagen das eine ist der Bohrer. Boden mit einer KI drin, der bleibt am Boden und bohrt die ganze Zeit und dann kommt von oben der Rest, dockt sich an, füllt auf, fliegt wieder weg. Rein theoretisch wäre das ja möglich. Da müssen wir uns mal ein richtig geiles einfallen lassen, damit wir unsere Mannstation betanken können und von dort aus jede Ressource auch verwalten können, dass wir rein theoretisch auch Erz nur hochschießen und wieder runter. Aber das ist es mir wert. Holy shit, was ist das dann? Aufbewahrung. Das sind dann die großen Erztanks. Ein Aktivschild erzeugt. Da ist das Aktivschild! Jungs, da ist das Aktivschild! Yo! Resource Map. Okay, das ist noch ein Hightech-Ressourcensystem. Das ist ein KNK Planetarius. Ach, das ist eine planetare Landeboxen-Modul für Verarbeitung sozusagen. Das ist ein Container Erz. Und das ist irgendwie leer. Muss man durchschauen, was ist. Oh, da sind natürlich auch noch coole Triebwerke. Stimmt, haben wir nicht die ganzen Triebwerke auch noch. Ionenantriebe, Elektroantriebe und sowas. Das sind das für. Was verwenden die? ES und LH2. What? Alter, gibt es auch solche Düsen? Läuft. Alter, geil. Das ist Ionentriebwerk. Ich glaube, da gibt es ja hier, es gibt noch ein paar andere Ionentriebwerke.
Aber wir sind natürlich auf einem guten Weg rein, theoretisch, zum Ionentriebwerk. Weil das Ionentriebwerk wird uns auch nochmal für Sonden eine ganz neue Möglichkeit geben. Wir brauchen weniger Treibstoff mitzunehmen, leichteren Treibstoff und das Ding kommt weiter. Macht natürlich viel Neues aus. Was ist hier? Nur noch die Kapsel wird entdeckt. Schwere Kommandomodul. Das wird eigentlich für große Reisen bestimmt interessant. Mit 7 Krupa-Kapazität. Macht es schon was Interessantes her. Hier sind noch Treibstoffe, Monopropellant, APU. Ah, ich sag's euch gerade, ich bin gerade so happy, was wir da bekommen haben. Alter! Ha, das ist schon geil. Ich kann es irgendwie immer noch nicht glauben. Boah, das hat funktioniert. Wir haben so viel dadurch bekommen. Orbitalmontage, was ist denn das jetzt? Ne, Orbitalmontage haben wir schon. Orbitale Mega. Achso, das ist dann das Docking-Modul. Alter, das ist ein Fachwerk-Docking-Modul. Was soll ich denn da bauen? Soll ich da einen Ring bauen? Das sind nochmal neue Decoupler. Alter, da kommen noch Sachen auf uns zu, Leute. Sechsendiger Punkt. Also ich glaube eh, dass die Man-Station irgendwann der Vergangenheit angehört, die aktuelle. Und dann die neue sozusagen bei der aktuellen Man-Station gebaut wird. Die wird angedockt an irgendeinem Punkt und wird dann gebaut. Dann dockt sich die alte ab und wird entweder zum Minmus transferiert, um dort die nächste Station zu bauen. Oder wir lassen die zerfallen. Und dann kriegen wir eine größere. Ich hätte nicht gern um den Mann wirklich eine große, wo wir viele Maschinen dran bauen können. Was Minmus wäre natürlich auch ein cooler Punkt, um genau diesen Punkt, um diese Sache zu machen. Aber dafür musst du dort halt auch was hintransferieren, was sich selber aufbaut. Weil es ergibt nicht immer einen Sinn, also es gibt schon einen Sinn, aber es ergibt nicht immer einen Sinn, alles zu bauen und hochzufliegen, wenn du die Möglichkeit hast, vor Ort alles zu bauen. Und genau dafür müssen wir noch den richtigen Weg finden. Und ich würde sagen, ich mache noch ein bisschen was bis zur nächsten Folge fertig und dann sehen wir uns bei der Man-Station wieder. Also, bis dann. Ciao.